Ho, ho, me hearties! I'll tell you a tale of pirate's gold. Ja, seid mir gegrüßt. Willkommen zu Pirates Gold. Wir spielen die Kampagne sozusagen. Ich habe bislang überlegt, ob ich es spielen soll, weil Pirates Gold auf dem CD32 ja so ein bisschen ja eine schlechte Meinung hatte von vielen, da es eigentlich nur ein Sega Genesis-Klon ist, aber ich finde, man sollte dem Spiel ruhig die Chance geben, sich das mal über einen längeren Zeitraum anzuschauen. Und ich wollte es jetzt die ganze Zeit schon mal spielen und dachte mir, ja, ich mache einfach ein kleines Let's Play draus. Wir werden eine Karriere starten und mal schauen, wie weit es geht. Und dazu geht's also hier auch gleich los. Start a new career. Ich wollte gern 1620 spielen und spiele die Holländer. Wir können hier noch einen Namen eingeben. Das ist hier leider so ein bisschen frickelig. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Ich hoffe, ihr habt die Geduld hier auch mit mir. Und wenn das klappt, dann werden wir auch gleich starten. Ja, das Spiel ist aus dem Jahr 1994 und trägt natürlich die Handschrift von Sid Meier. Und es ist natürlich Pirates. Es bleibt Pirates. Es ist natürlich anders. Aber die Mechanismen sind eigentlich die gleichen. Von daher denke ich mal, ja, wird man sich relativ schnell reinfühlen in das Ganze. Und ja, ich denke mal, ihr werdet mit mir zusammen Spaß haben. Ja, 1620, die Holländer. Wir spielen auf Journeyman. Das ist der zweite Schwierigkeitsgrad. Mal sehen, ob es funktioniert, aber ich hoffe mal schon. Und dann, ja, set off for adventure, würde ich sagen. During your voyage to the Spanish Main, your ship is boarded by a Spanish galleon. Foreign scum aren't wanted here. Their leader growls, drawing his sword. Na gut. Ja, das war ja jetzt keine Herausforderung. You defeated the enemy, you take your ship to a friendly port to recruit and resupply. Ja, ich werde jetzt nicht immer alles vorlesen, denke ich.
Das ist dann oft auch ein bisschen viel. Ihr kennt es ja, leider gibt es hiervon keine deutsche Fassung, aber das dürfte wohl nicht so das Problem sein. Ich denke, der größte Kritikpunkt oder einer der größten Kritikpunkte hier von Pirates Gold ist eben diese Stadtansicht, weil man hier immer zu Fuß rumspazieren muss und das kostet im Prinzip halt einfach Zeit, weil man das jedes Mal machen muss. Aber ja, man gewöhnt sich daran auch, denke ich. Indians, okay, Indians Attack. Okay. Ja, zum Gouverneur dürfen wir anscheinend hier nicht. Florida Keys. Das heißt, wir werden erstmal wieder auf See gehen und uns dann mal anschauen, was wir so haben. Wir haben 175 Mann, 22 Kanonen, 4000 Gold, 30 Tage Food. Okay, das ist ja schon mal was. Ich glaube, wir haben sogar eine Fast Galleon. Letter of Marque, okay. Kurz hier nochmal schauen. Holland at war with Spain, 100 Allies. With England. Okay. New Gouverneur in Havanna. Das heißt, wir dürfen die Spanier angreifen. Okay. Dann schauen wir uns mal an, was da unten in Havanna so los ist. Galeone. Na, Galeone, die sind ja meistens immer ganz gut bewaffnet. Das heißt, wir werden mal versuchen, hier ranzukommen. Natürlich jetzt keinen guten Wind. Wir haben eigentlich überhaupt keinen Wind. Ja, das wird ja hier ein schwieriges Unterfangen, würde ich jetzt mal sagen. Kein Wind. Ich habe keine Chance hier. Ja, und du schießt hier locker flockig vor dich hin. Ich kann eigentlich nicht viel machen. War hier schon mit Full Sail. Aber da kommen wir also nicht weiter. Mal schauen. Kommen der Sache auf jeden Fall näher hier. Vielleicht können wir noch ein bisschen Gas geben. Jetzt haben wir zumindest schon mal 4 Knoten.
Okay. Das sollte ja jetzt hier ausreichen. Okay. Ja, wir werden sie, denke ich mal, plündern. Ja, 3000 Gold. Ist ja nicht schlecht. Kanonen können wir noch welche mitnehmen. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, die Fast Galleon hat 26 oder so. Tobacco hat er noch dabei. Und Goods. Nehmen wir alles mal mit. Ah, 36 Leute können wir noch mitnehmen. Okay. Was mache ich hier für ein Datum? Datum. März. Kann ich eigentlich irgendwo das genaue Datum sehen? Ich glaube, das ganz genaue Datum sieht man gar nicht. Na gut. Eine Barke. Ein Pirate. Ah, den sollten wir uns natürlich hier nähern. Wir fahren natürlich direkt drauf zu. Baron Enriquez. Gut. Captured Baron Enriquez. Ich würde ihn mal behalten. Kann ja nicht schaden. Okay. 10 Männer, die nehmen wir noch mit. Und dann schauen wir mal hier hoch. Sollte uns ja schon so einen kleinen Titel vielleicht bei den Holländern geben. Dann hier noch Cargo Fleet. Zum Gouverneur. Darf ich gar nicht hin hier. Was ist denn da los? Hallo. Ja, eine Map. Die kaufe ich natürlich. Schatzmap. Schatzmap ist immer gut. Aber der Gouverneur möchte nicht mit uns sprechen. Gut, gehen wir hier nochmal zu ihm. Ah, der Merchant. Hat er kein Geld.
Okay. Ja, die Gefangenen, ist immer das Problem. Man kann sie abliefern. Dann erhält man halt Lösegeld. Ansonsten kann es halt auch passieren, dass sie halt einfach über Bord springen irgendwann. Ist natürlich auch nicht so toll. Hier haben wir jetzt Gegenwind. Ein Merchantman. Da drüben ist die Grand Bahama, müsste das sein. Weiß gar nicht genau, was haben wir denn eigentlich generell? St. Augustin hätten wir noch. Da können wir mal gucken, ob wir ihn da loswerden. Vielleicht gibt es noch eine Map. Eine Galeone. Die nehmen wir natürlich gerne. Er fährt hier mit 3. Okay, leider jetzt keine besondere. Den Tobacco nehmen wir noch mit. Die Seeleute nehmen wir natürlich noch mit. Eine kleine Pinnis. So, was haben wir denn hier? St. Justin, One Fort, Entrance. Dann sneaken wir mal into the town. Mal sehen, was uns der Gouverneur hier bietet. Ja. Letter of Marquet.
Das nehmen wir mal an. Ah, das gibt uns leider jetzt noch nicht so richtig Informationen, aber gut. Ah, schauen wir, was hier der Merchant hat. Ja, ein bisschen mehr. Können wir ein bisschen was verkaufen. Schauen wir mal, wie die Reputation hier bei uns ist. Kein Service, okay. Ja, Reputation ist halt hier wichtig. Je niedriger die Reputation ist, desto schneller wird man halt eben angegriffen von den Städten. Also Reputation und Ruf, das sind so die Indikatoren. Das müsste jetzt der Engländer hier sein. Cargo Fluid. Könnte auch sein, dass es jemand anderes ist. Bahama. Ah, ist doch Dutch. Okay, vielleicht kann ich ja hier mal zum Gouverneur. Nee, kann ich nicht. Gibt es einen? Kann, scheint keinen. Panama interessiert uns nicht. Die nächste Map. Jetzt haben wir nie Margarita. Ein Merchantman. Was soll ich hier? Es muss, glaube ich, Nassau oder Eleuthera sein. Die Pinnis interessiert uns jetzt mal nicht. Englisch, okay. Auch kein Gouverneur anscheinend. Gut. Okay, anscheinend ist unser Schiff nicht beschädigt, sonst hätte er uns da sicherlich jetzt was angeboten. Das heißt, wir können hier erstmal wegsegeln. Ah, das ist die englische Pinnace da anscheinend, die hier im Gewässer rumfährt. Soll uns mal nicht weiter stören.
Ne, ich möchte hier nicht landen. Ja, ich denke, wir werden mal hier Richtung Süden aufbrechen. Cargo Floyd, die interessiert uns jetzt mal nicht. Möchte ich hier rüber irgendwo? Ich glaube, Koro ist die nächste Stadt der Holländer hier unten, die vielleicht ja auch mal einen Gouverneur zu bieten hat. Das müsste dann da unten sein. Das heißt, wir müssen weiter hier rüber. Wargallion, ne? Das dürfte vielleicht ein Pirat sein. Jetzt habe ich das Rapier genommen. Na gut. Er hat einen Cutlass. Ein bisschen die Länge ausspielen vielleicht. Eine ganz gute Moral anscheinend. Hä?
Anscheinend aber niemand Wichtiges. Borg-Galleon ist ja eigentlich eher so ein Ding für Piraten. Innes. So, schauen wir jetzt mal, wo wir hier sind. Das müsste... Ah, das ist noch zu weit. Das müsste Rio de la Haja sein. Das heißt, wir werden hier mal versuchen, hier rüber zu kommen. Das hier ist dann, müsste dann Koro sein. Weiß nicht, von welcher Seite man da reinkommt. Eine Pinnis. Ah, okay. Anscheinend müssen wir von der anderen Seite kommen. Ja, ja, ja. So einmal herum. Es müsste Curaçao sein, das müsste eigentlich auch holländisch sein, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Da wollen wir mal schauen. Da wäre jetzt eigentlich mal ein Titel fällig, ne? Ja, eigentlich hier einiges geholt schon. Eine Mission. Was haben wir denn? You must deliver this letter to my cousin who lives in the city of Barbados. Okay. Ensign. Okay. Ah, die long lost sister, the evil pirate Admiral Alvarado. Gran Granada. Ja, gut, das ist jetzt... Ja, da wollen wir natürlich noch nicht halten. Also haben wir nur eine Konversation. Gran Granada ist jetzt nicht gerade ums Eck. Gut. Können wir hier nochmal in Koro vorbeischauen? The Merchantman. Koro ist Spanisch. Ja, dann schauen wir mal kurz hier nach unseren Schatzkarten. Was haben wir denn hier? Margarita.
Da war ich jetzt zu schnell. Das müsste ja relativ einfach zu finden sein. Das heißt Richtung Barbados. Wäre sowieso unterwegs. Ja, das sind dann meistens die gleichen Schiffe. Hier ist der Merchantman unterwegs. Okay. Und die Pinnis. Gut, Margarita. Das könnte jetzt eine der beiden Inseln hier sein. Ich glaube, Margarita ist etwas weiter rechts. Ja, das müsste Margarita sein. Eine Bark. Okay, was haben wir hier? Ein Franzose. Okay. Schauen wir kurz mal, was haben wir denn hier? Ja, eine Insel. Okay, die zwei blauen Punkte hier da, das könnte uns irgendwie ein bisschen hilfreich sein. Und zwar müsste das dann hier diese Insel sein. Oh, 10.000 Gold. Die nehmen wir natürlich gerne. Sehr schön. Dann ab zurück aufs Schiff. Und dann schauen wir mal. Die Pinnis, die uns hier verfolgt. Wie es so mit Barbados aussieht. Eine Barke. Captain Valdez. Ja, den werden wir uns natürlich hier schnappen. Ja, schon wieder das Rapier gewählt. Wollte ich jetzt gar nicht. Rapier macht halt weniger Schaden als jetzt die anderen. Dafür ist es halt von der Reichweite etwas besser. Aber er hat ja auch ein Rapier gewählt.
Also ist er jetzt, hat er jetzt keinen Nachteil dadurch. Es dauert jetzt ganz schön lange hier. Ganz schön viele Männer am Verlieren. Weiß gar nicht warum jetzt genau. Das war ein hartes Stück Arbeit hier. Captain Valdez. Wir nehmen alles mit. Obwohl, wir haben eigentlich ganz gut hier von der Versorgung. Margarita. Schauen wir mal, ob er uns hier den gleich abnimmt. Ah, die Reputation bei den Spaniern ist gar nicht so schlecht. Da haben wir hier schon einen Ensign-Titel. Das geht ja ganz gut. Okay, Long Lost Sister, ja, den wissen wir ja, Gran Granada war ja sein Ding. City of Margarita, ja. Okay, ja, wir machen nur ein bisschen Konversation. Wir sind ja gerade in Margarita. Ja, wir spotten den... Ich bin immer zu schnell bei der Auswahl. Er hat das Langschwert benutzt. Okay. The Duke. You are a skilled and able swordsman. Yeah. I will tell you what I know. Mm-hmm. Okay. Das sieht irgendwie interessant aus. Was sind das dann da oben für kleine braune Punkte noch? Hm. Okay. Panama möchte ich jetzt keine Informationen. Das war jetzt ein bisschen lucky, weil dann haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Konnten also hier gleich mal zum Gouverneur Titel bekommen, jemand ausgeliefert und noch die Information für unsere Schwester bekommen. Ja,
Meine Lieben, ich würde sagen, ich werde an der Stelle mal unsere erste Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr gebt dem Ganzen hier Pirates Gold am Amiga CD32 eine Chance. Es spielt sich anders, es spielt sich etwas langsamer natürlich, aber mir gefällt es trotzdem. Ich denke, wir werden das hier auf jeden Fall weiter angehen und mal sehen, wie weit wir kommen. Wir haben jetzt schon wieder eine Information, zumindest mal für unsere Schwester. Also das sollten wir jetzt auf jeden Fall weiterführen. Ich denke, wir werden uns dann in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.